Mein Name ist Dr. Christian Kröner. Ich bin niedergelassener Hausarzt und Internist in Neu-Ulm und betreibe eine ganz normale Hausarztpraxis. Für mich war das völlig schockierend, dass man so massiv angegangen wird. Ich konnte diesen Hass auch nicht nachvollziehen. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum man plötzlich mich nicht meine Arbeit machen lässt. Als wir dann im Sommer, Frühsommer angefangen haben, als der Impfstoff für die 12- bis 17-Jährigen zugelassen war, Jugendliche zu impfen, da gab es dann einen Fernsehbericht vom Bayerischen Rundfunk und auch vom ZDF. Und nach diesen zwei Fernsehberichten ist es quasi völlig eskaliert. Also wirklich mit Morddrohungen, mit Bedrohung der Praxis, mit dem Bedarf an Polizeischutz. Da wird es wirklich heftig und auf allen Kanälen, weil das dann doch in gewisse Telegram-Gruppen eingesickert ist. Auch Attila Hildmann, den man ja so als Verschwörungstheoretiker kennt, hat das dann auf seinem Telegram-Kanal noch breit dargestellt mit meinem Foto und meiner Praxisadresse und Telefonnummer. Und der Arzt spritzt das Judengift in die Kinder. Und natürlich geht man nicht mehr so unbefangen irgendwo hin und natürlich tut man auch nicht mehr so unbefangen ins Auto steigen oder die Praxis verlassen. Das sind natürlich schon so Sachen, über die man vorher nie nachgedacht hat. Hass und Hassbotschaften haben ja mit normaler Meinungsauseinandersetzung nichts mehr zu tun. Also es muss ja nicht jeder meiner Meinung sein und man muss auch nicht gut finden, dass Leute geimpft werden. Aber der Unterschied ist halt dann doch, wenn das in den Hassbereich geht, da geht es ja nicht mehr darum, mich zu kritisieren oder mit mir sachlich sich auseinanderzusetzen, sondern da geht es ja wirklich um Rufmord, um Erniedrigung, um Herabsetzung meiner Person, um quasi mich mundtot zu machen. Hass ist wirklich eine quasi von der sachlichen Ebene losgelöste Emotion, wo es um Vernichtung geht in meinen Augen. Also ich habe natürlich anfangs auch überlegt, wie ich mit der Geschichte jetzt umgehe. Ja, die eine Möglichkeit ist, sich zu verstecken und die andere Möglichkeit ist, einfach dagegen zu gehen. Und ich weigere mich einfach, mich zu verstecken, weil Leute meinen, mich bedrohen zu müssen und mich mit Hass zu überziehen. Weil wenn dieses Konzept funktioniert, dann haben die gewonnen und das kann nicht die Antwort sein. Dann kann ich quasi alles, was mir nicht passt und was ich nicht gut finde, einfach so lange bedrohen und niederbrüllen, bis es weg ist. Und das kann nicht die Antwort für unsere Gesellschaft sein. Das heißt, ich habe mich von Anfang an entschieden, da eine absolute Null-Toleranz-Politik zu fahren. Das heißt, ich habe einfach konsequent alles angezeigt. Alles, was in den Straftatbereich geht, mit Bedrohung, Beleidigung, Anfeindung, Verleumdung, haben wir konsequent oder habe ich konsequent angezeigt bei der Polizei. Und da sind inzwischen auch über 300 Verfahren quasi am Laufen, 300 Strafanzeigen sind gestellt. Und umso mehr Leute sich wehren und umso mehr auch bekannt wird, dass auch im Internet kein rechtsfreier Raum herrscht, dass quasi auch da Strafanzeigen verfolgt werden und Konsequenzen haben, umso mehr werden Leute auch verstehen, dass das einfach nicht funktioniert. Wenn das systematisch stattfindet, dass Leute mit Hass bedroht werden, rate ich dringend zur Strafanzeige bei der Polizei. Und man soll sich da auch nicht mit irgendeiner falschen Scham zurückhalten. Ich war auch überrascht, ich bin da auch hingegangen zur Polizei erstmalig und dachte mir, interessiert die das überhaupt? Nehmen die es überhaupt ernst? Und ich war echt sehr positiv überrascht von der bayerischen Polizei, wie ernst das doch genommen wird und wie da doch mit Nachdruck auch mir geholfen wird und auch ermittelt wird.